Willkommen zu meinem 300-Abonnenten-Spitzel und zu meinem Let's Play Hexe Lilly. Ja, ich habe mich einfach dazu entschieden, ein Spezial zu machen über ein Spiel meiner Kindheit. Und es war auf jeden Fall neben Tomb Raider Hexe Lilly. Es ist wirklich sehr interessant. Es wird unser ganzes Spezial sein. Es wird natürlich in Videos geteilt werden. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und es ist auf jeden Fall wirklich ein tolles Spiel. Und ich habe mir gedacht, das ist doch ganz gut, jetzt wo ich 300 Abonnenten habe, kann ich nochmal alle Spiele von meiner Kindheit zeigen. Und ja, hier ist es, Hexe Lilly. So, wir können jetzt natürlich sie noch alles fragen, wie es geht. Da ich schon lange nicht mehr gespielt habe, schaue ich ganz kurz vorbei. Hallo, ich bin Lilly. Wenn du hier etwas anklickst, erkläre ich dir, was es bedeutet oder was dann passiert. Ja, also Lilly ist wie gesagt eine Zauberin. Sie ist ein kleines Mädchen mit 14 Jahren. Und plötzlich hat sie ein Zauberbuch gefunden. Und man gibt jetzt hier unterschiedliche Sachen zu tun. Also man kriegt hier in solche in hier Gegenstände rein. Der Rest könnt ihr alles selber lesen und ich werde das euch jetzt einfach mal anfangen zu spielen. Neu, also es kommt eine kleine Cutscene und da will ich jetzt einfach ganz kurz leise sein. Was ihr ja gar nicht von mir kennt. Oh, okay, egal. Bis gleich. Das ist Lilly, die Hauptperson unserer Geschichte. Lilly ist ungefähr so alt wie du und sieht aus wie ein gewöhnliches Kind. Das ist sie eigentlich auch, aber doch nicht ganz. Lilly besitzt nämlich etwas, was überhaupt nicht gewöhnlich ist. Ein Hexenbuch. Weiter. Eines Morgens fand Lilly das Buch neben ihrem Bett. Wie ist es da wohl hingekommen? Keine Ahnung. Lilly weiß nur, dass die schusselige Hexe Surlunda Knorks das Buch aus Versehen liegen gelassen hat. Und Lilly weiß, dass echte Zaubereien und wilde Hexentricks in ihrem Buch stehen. Einige davon hat Lilly schon ausprobiert. Vor allem der Name der Hexe ist echt so Lunder Knorks, ist so lustig. Ich fand den als kleines Kind sowas so lustig. Ich habe mich so gegoogelt, ich konnte auch nicht damals richtig aussprechen, weil es gibt auch von Hexe Lilly ganz viele Bücher und ich natürlich auch alle, fast alle gelesen. Aber aufgepasst, versuche lieber nicht, Lillys Hexereien nachzumachen. Hast du nur ein Wort falsch gelesen, wird Zahnbürste zum Hexenbesen. Aus Lehrerin wird böser Schurke, aus Eis am Stiel wird saure Gurke. Vorsichtshalber hat Lilly niemandem von ihrem tollen Buch erzählt. Sie ist sozusagen eine echte Geheimhexe. Ja, schon lustig, was alles passieren kann, wenn man sich nur verliest. Auch vor ihrem kleinen Bruder Leon hält Lilly das Hexenbuch geheim. Kleine Brüder müssen ja schließlich nicht alles wissen. So, und jetzt kann der Spaß aber losgehen. Ja, ich starte jetzt einfach mal. Es kommt noch mal eine kleine Cutscene. Also das ist jetzt erstmal die unsere erste Cutscene und dann beginnt das Spiel. Halt! Ein Tipp, den Lilly mir gegeben hat. Bitte die Zaubertricks im Hexenbuch ganz genau durchlesen. Meistens findet ihr dort einen Zauberspruch, der euch in kniffligen Situationen weiterhelfen kann. Also, das Hexenbuch ganz genau durchlesen. Vor noch gar nicht so langer Zeit waren Lilly und ihr kleiner Bruder Leon bei ihrer Oma zu Besuch. Und wie immer, wenn die beiden da sind, erzählt die Oma auch dieses Mal viele lustige und interessante Geschichten. Und vor vielen 100 Jahren lebte hier in diesem Dorf ein König namens König ohne Krone. Und eure Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Oma Hedwig war Köchin bei König ohne Krone. Die konnte so leckere Sachen kochen, das war unglaublich. Doch ihr allergrößtes Kochmeisterwerk war ihre Geburtstagstorte, die sie einmal im Jahr für König ohne Krone zubereitete. Die war so lecker. Kinder, das glaubt ihr nicht. Woher weißt du denn das? Hast du die Torte mal probiert? Ha, Leon, mein kleiner Schatz. Ich habe zwar nie die Geburtstagstorte probiert, die damals eigens von eurer Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Oma Hedwig gemacht wurde, aber das Rezept für die Torte wurde von Familie zu Familie weitervererbt, so dass auch ich das Rezept von meiner Mutter bekommen habe. Oh, ist diese Torte lecker, Kinder! Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber du hast doch bald Geburtstag.
Geburtstag. Gibt es dann auch die Torte, sodass wir die mal probieren können? Bitte, bitte. Oh ja, Oma, zu deinem Geburtstag. Das wäre doch toll. Oh, wie gern würde ich euch diesen Wunsch erfüllen. Aber leider, leider habe ich das Rezept nach meinem letzten Umzug vor 20 Jahren nie wieder gefunden. Glaubt mir, Kinder, ich habe gesucht und gesucht und gesucht und gesucht. Manchmal suche ich auch heute noch. Aber inzwischen weiß ich, dass das wohl keinen Sinn mehr hat. Leider. Und Oma erzählte noch die eine oder andere Geschichte an diesem Abend. Doch die Geschichte mit der Geburtstagstorte, die wollte Lilli einfach nicht vergessen. Aber nun ja, Oma hatte nun mal bald Geburtstag. Und Lilli hatte eigentlich auch gar nichts dagegen, einen kleinen abenteuerlichen Abstecher zu König ohne Krone zu machen. Irgendein Zauberspruch würde sie doch bestimmt ins Mittelalter bringen. Und was wäre ein schöneres Geschenk für ihre Oma, als das Rezept für die Geburtstagstorte gefunden zu haben? Ganz zufällig natürlich. Lilli, vergiss nicht, dass Oma bald Geburtstag hat. Du wolltest ihr was ganz Tolles schenken. Oh, mein Bruder Leon. Wann lernt er endlich anzuklopfen? Aber er hat recht. Was mache ich nur wegen Omas Geburtstag? Ich hab's. Sie hat doch schon vor Jahren das Familienrezept für ihre Geburtstagstorte verloren. Und dabei würde sie die so gerne mal wieder backen. Das Rezept war von ihrer Ur-Ur-Ur-Ur-Oma Hedwig, die im Mittelalter gelebt hat. Ich habe doch bestimmt einen Zauberspruch, der mich ins Mittelalter bringt. Bestimmt. Und dann suche ich ihre Ur-Ur-Ur-Ur-Oma Hedwig, die im Mittelalter hier im Altendorf gewohnt hat, und hol mir das Rezept. Ist doch bestimmt ein Kinderspiel. Ja, so, jetzt beginnt unser Let's Play, besser gesagt. Also, wir haben jetzt hier die Aufgabe, Hexe Lilli zu steuern. Und wir müssen in das Mittelalter reisen, um ein Kuchenrezept zu finden, weil die Torte so lecker war. Und die will Lilli ihr einfach schenken, das Rezept. Also, ich könnte jetzt das Spiel innerhalb von sehr vielen Minuten durchspielen. Das habe ich aber nicht vor, denn ich möchte euch wirklich alles Mögliche in diesem Spiel zeigen. Ich werde euch auf jeden Fall auch alles Mögliche zeigen, was ich weiß, was ich kenne. Und es ist wirklich einige Sachen dabei, die mich sogar heute noch zum Lachen bringen. Okay, also, als allererstes haben wir ja diese Bereiche hier. Die Optionen, hier haben wir immer einen Gegenstand drin. Hier können wir uns einen Zauberspruch aufschreiben, den sie nicht merken kann. Und hier rein kommt ein ganz besonderer Zauberspruch, den sie auswendig kann. Als allererstes erkundigen wir erstmal ihr Zimmer und klicken uns rum. Wir gehen jetzt zum ersten Mal zum Beispiel hier hin. Da können wir ein kleines Spielchen spielen, am besten. Ich spiele es einfach mal auf leicht, damit es einfacher für mich ist. Und ich starte jetzt einfach mal. Ja, ich darf das X malen. Und ja. Ja, so natürlich, so funktioniert es natürlich nicht. So. Also, wenn man hier gewinnt, kommt so, was auch immer. Okay, also, wir können jetzt noch hier die Pflanze. Ich glaube, die braucht ein wenig Wasser. Die Pflanze anklicken und dann merkt Lilli, oh, die braucht Wasser. Gut, dann nehmen wir die Gießkanne und gießen die Pflanze. So, dann wächst und gedeiht sie. Dann haben wir hier noch ein wiehendes Pferd. Das ist meine Lieblingsgruppe, die Schmusi Boys. Tolle Musik. Stellt euch mal vor, was ist für die Gruppe vor? Würdet ihr von irgendwie eine Musik hören, die Schmusi-Boys? Hier kommt der Mann in Grün, ein Gartenbildexperte. Okay. So, dann haben wir oben noch einen Kasper. Oh, ist das hoch hier auf dem Schrank. Der Wecker hat die Hose auf dem Schrank. Mensch, hab ich einen Hunger. Ich könnte glatt einen Kasper verspeisen. Ja, also das geht ja mal gar nicht hier. So, dann haben wir hier natürlich noch ein Keyboard. Ja, mein Keyboard. Da können wir jetzt auch noch ein bisschen drauf rumspielen.
Und zwar mit als Klavier. Dann als das hier als Rap. Also kann ich die Musik laufen lassen und dumm, dumm, dumm. Oh. Okay, wir können hier wieder Tasten einiges Unterstiches drücken. Ding, ding. Natürlich überall. So, ja, damit ist der erste Teil von meinem Let's Play Hexalily vorbei. Und wir machen das Keyboard weiter in der nächsten Folge. Also, wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao. Willst du wirklich aufhören?